Left it is. Ja, werdet live Zeuge von meinem täglichen Arbeitsweg. Normalerweise laufe ich im Sommer oder wenn es regnet, dann nehme ich auch mal den Bus. Laufen dauert knapp 20, 25 Minuten, kommt auf die Witterungsverhältnisse drauf an. Beim Sommer ist es einfach zu heiß und die Luftfeuchtigkeit ist einfach zu hoch. Da sieht man auch mal die Sturmschäden. Da kommen wir dann aber auch später nochmal vorbei. Ja, das sind so billigere, ich will das gar nicht Apartments nennen. Auf jeden Fall wohnen die da in einem Raum, kochen außen, waschen außen, stellen die Waschmaschine dann hin, Schlauch am Boden und dann kommt das ganze Zeug einfach raus. Die Lady hier, die wartet auf Müll, denke ich mal, wo sie dann einfaches Papier und Metall sortiert. Das wird dann alles abgewogen, kommt dann ein größerer Händler, abgewogen und verkauft sie das. Sie sammeln auch Plastikflaschen, ich sammle eigentlich alles in China. So, erster Tunnel. Die ganzen Elektrobikes, die für Paketdienste genutzt werden. Die haben jetzt alle blaue Farbe. Das zum Beispiel nicht, weil im Business District sind die inzwischen verboten, da es zu viele Unfälle mit Todesopfer gibt. Und nur die Paketzusteller dürfen eigentlich mit den Elektrobikes hier rumfahren. Im Großen und Ganzen interessiert es eigentlich keinen Menschen. So, hier die Taxis. Mittagszeit. Gibt's Essen. Kommt da quasi mit so einem Dreirad hierher. Tipp. Verkauft sein Essen, ich denke mal 10, maximal 15 RMB. Kannst du dann aussuchen, was du willst. Mit einer ordentlichen Portion Reis. Dann geht's los. So, jetzt sind wir quasi auf der anderen Seite von der Binhe Radau, der großen Straße, die sich östlich durch Shenzhen zieht. Hier waren jetzt erst vor 2-3 Wochen die ganzen Bäume flach gelegen, weil der Sturm übelst gewütet hat. Da vorne dann auch wieder ist eine mobile Kfz-Werkstatt. Zwei Typen hocken da den ganzen Tag im Van drin. Die Leute kommen vorbei, meistens Taxifahrer oder so Lastwagenfahrer, und reparieren dann das ganze Zeug. Drin schaut es aus wie Hempels unterm Sofa. Da mit dem Wagenheber wird der Parkplatz reserviert. Jetzt das Huanggang Business Center, 280 und 260 Meter hoch, zwei Türme. Drüben sieht man unser Residential Block. Ja, wie angesprochen, Kfz-Werkstatt. Schon wieder übelst heiß heute, mein Lieber. Naja, da hier. Diese Betonklötze
haben sie auch vor ein paar Wochen hingestellt. Da weiter vorne im Tunnel auch die Müllsammler, die ganzen Spanplatten und was auch immer, was rumlag. Wahrscheinlich auch meistens von der Messe, die gleich gegenüber durchs Tunnel durch ist, gesammelt haben, abgewogen und auch verkauft haben. Und die Typen haben auch alles, was noch brauchbar war, genommen, Matratzen oder sonst irgendwas, da ihr Nickerchen gemacht. Und die hatten quasi ihr kleines Wohnzimmer in dem Tunnel. Hatten ein chinesisches Schachspiel, alles. Und irgendwann hat dann mal die Stadtregierung, Gott sei Dank, die Betonklötze da vorne hingeballert. So, Tunnel Nummer 2. Ja, heute ist nicht viel los, Samstag. Also steht hier alles voll mit Autos. Jetzt haben wir hier die Messe. Die liegt eigentlich genau in der Nord-Süd-Achse von dem ganzen Business District hier. Einfach alles zentral. Ja, natürlich wie in China üblich. Regenschirm als Sonnenschirm nehmen. Da Bräune hier verpönt ist, wir wollen alles so weiß wie möglich sein. Es gibt sogar Whitener Cream, damit die Haut weißer wird. Aus dem einfachen Grund, da braun gebrannte Leute hier in China Bauern sind, die den ganzen Tag auf dem Feld arbeiten und eben dann gewisse Bräune bekommen. Und jeder will eigentlich kein Bauer sein hier. Schauen wir mal zurück. Ja, die Lady. Braun ist ja nett, zum Glück. Hier links das Gebäude Ritz-Carlton Hotel. Viel ist hier nicht los. Wie gesagt. Gebaut wird überall. Das sieht man da vorne auch wieder. Rechts das Gebäude. Vor uns auf der gegenüberliegenden Straßenseite neuer Bürotower, mindestens 200 Meter hoch. Weiter rechts haben sie ein ganzes Village-Blatt gemacht, Gangxia.
So, jetzt laufen wir weiter entlang an der Messe. Heute scheint irgendeine Messe zu sein. Ein paar Leute unterwegs. Der will mir Tickets verkaufen. Oh ja. Braucht man nicht. Wenn wir jetzt schon mal an der Messe sind und mit Tickets. Normalerweise als Ausländer, wenn du eine Visitenkarte hast, kommst du in die Messe umsonst rein. Da wird die Visitenkarte einfach an so ein Formular, was du ausfüllen musst, wo du herkommst, wo du wohnst, Name, was auch immer, dran getackert. Und dann hast du deinen freien Eintrittsschein. Für Chinesen ist es anders. Ich denke mal einfach aus dem Grund. Da, wenn es umsonst wäre, die ganze Messe einfach gnadenlos überlaufen wäre. Ja, die Messetickets scheinen 5 Quai zu kosten. Also auch nicht die Welt. So, ich würde jetzt sagen, halfway zum Office. Ich werde jetzt auch nicht den ganzen Weg laufen, sondern jetzt einfach nur mal genau in die Central Axis vom Central Business District. Leider oben an der Brücke ist alles zugekleistert mit Plakaten, sonst wäre ich da mal hoch, damit man sich einen besseren Überblick verschaffen hätte können. Vielleicht kann ich ja doch da hoch, bis ans andere Ende. Ja, schauen wir mal. Das sieht sowieso keinen, ob da abgesperrt ist oder nicht. Vor allem mich nicht. Drüben wird schon wieder eine neue Shopping Mall gebaut. Da haben wir dann auch noch neben dem Ritz-Carlton, schwarze Gebäude, das ist das Sheraton Hotel. Das ist der Haupteingang zur Messe. Hier sieht man dann auch, hier in der Mitte, das graue Gebäude, das ist, wo ich arbeite. Und hinter den Gebäuden hier entsteht das zweithöchste Gebäude der Welt, Ping An Financial Tower mit 660 Metern. Später, wenn die Shopping Mall mal fertig ist, kann man von hier dann quasi einfach schnurstracks über diese Fußgängerbrücken und alles bis zu dem Yanhuashan, einem kleinen Park, nördlich von hier durchlaufen, ohne eine Straße überqueren zu müssen. So. CBD Shenzhen. So schaut's aus. Halber Weg zum Büro. Check it out. See you later.